Der Sommer ist da und draußen reicht ja hier der gute alte Fächer oder so ein kleiner Handventilator für ein bisschen Abkühlung. Drinnen dürfen es aber größere Gerätschaften sein. Vielleicht ein Ventilator, ein mobiles Klimagerät oder doch eine fest eingebaute Klimaanlage? Auch in Deutschland werden die Sommer immer heißer. Die Nachfrage ist natürlich wahnsinnig gestiegen für solche Geräte. Aber welches sorgt am besten und effektivsten für Abkühlung? Muss es denn so ein Monoblock sein oder schaffen auch Sonnenschutzfolie und Ventilatoren die nötige Abkühlung? Unsere Zuschauerfamilie macht den Praxistest. Wir sollen jetzt auf 19 Grad runterkühlen. Machen wir mal ein bisschen schneller. Wie energieeffizient das ist, wir finden es raus. Der Haushaltscheck mit Yvonne Willix. Ihr Thema heute: Klimageräte und Co. kühlen mit Köpfchen. Womit kühlt sich der Westen ab? Ich bin nach Düsseldorf gefahren und frage nach, wie die Leute ihre Wohnung runterkühlen, ohne groß umzubauen. Bei vielen Menschen steht die Hitze ja buchstäblich in der Wohnung. Wie warm wird es, wenn Sie kein Klimagerät anmachen? 45 Grad. Sie haben eine Dachwohnung? Ja, ja. Ach du Schande, das kann man ja nicht aushalten, oder? Ich habe eine Dachgeschosswohnung, also extrem warm. Wie warm wird es denn da ungefähr? Ich habe kein Thermometer, aber bestimmt über 30 Grad. Also so 30 Grad? Ich denke mal manchmal auch über 30 Grad. Wie schaffen Sie das in Ihrer Wohnung, dass es ein bisschen kühl wird? Ich mache morgens früh Fenster weit auf, mache dann die Rollos runter. Ich komme jetzt, wenn ich nach Hause komme, in eine abgekühlte Wohnung. Ich habe ein Klimagerät zu Hause. Sie haben ein Klimagerät zu Hause? Ja. So ein mobiles? Ja. Haben Sie einen Ventilator? Ja, aber benutzen wir fast nicht. Also ab und zu mal, aber eigentlich ist nicht so meins. Warum nicht? Ich weiß nicht, mich stört dieser Wind oder so. Den habe ich auch, einen Fächer. Ja. Ja. Also wir haben unterm Dach haben wir keine Klimaanlage, leider. Wir haben aber im Erdgeschoss eine. Ist das so ein mobiles Teil oder eine fest eingebaute? Das ist eine fest eingebaute. Also das Gerät, Klimagerät an sich steht draußen und wird dann vom Handwerker eingebaut. Ja, ich lasse die Rollos eigentlich unten den ganzen Tag. Ich lasse den Ventilator laufen, damit es einigermaßen erträglich ist. Ich muss aber auch dazu sagen, ich wohne nebenbei in den USA und bin nur vorübergehend hier. Ah, okay. Und wir haben da Klimaanlagen überall, wo man auch hingeht. Was hält der Westen von eingebauten Klimaanlagen? Was hält Sie noch davon ab, sich das einbauen zu lassen? Im Moment nicht viel, aber wir sind dabei, wir sind auf dem Weg dahin. Ja. Im Moment ist der Preis noch ein bisschen, wo wir noch Angebote einholen. Nee, das ist mir zu kostbar irgendwie und also kostspielig. Und dann muss ich aber auch sagen, das geht von dem ganzen Aufbau irgendwie nicht. Haben Sie da schon mal sowas wie eine Beratung gemacht? Ja. Super, der erste Schritt zur kühlen Wohnung. Und wie so eine Beratung aussieht, werde ich mir später noch ansehen. Mobile Geräte stehen ganz oben in den Verkaufscharts. Der Markt boomt und hat ordentlich zugelegt. Längst gibt's mehr als nur den alten, klapprigen Standventilator. Was es da alles gibt, gucke ich mir jetzt an. Frischer Wind. Trends auf dem Klimagerätemarkt. Klimatisierung der Zukunft in Düsseldorf. Am Köbogen 2 wächst die Hecke die Fassade hoch und hält so innen kühl. Und mittendrin ein Elektromarkt. Aber kaum einer hat das Glück, in so einem innovativen, sich selbst kühlenden Gebäude zu wohnen. Da müssen andere Mittel her. Und er weiß, mit welcher Technik man für Abkühlung sorgt, Kevin Crusona. Das ist doch wirklich typisch, ne? Wenn es richtig warm wird in Deutschland, dann sind Ventilatoren und mobile Klimageräte wahrscheinlich sofort wieder vergriffen. Weg wie warme Semmel. Ist es so? Ja. Auch in Deutschland werden die Sommer immer heißer. Die Nachfrage ist natürlich wahnsinnig gestiegen für solche Geräte. Wie hat sich der Markt verändert? Also wenn ich einmal hier rumgehen darf, ne? Also früher hast du halt hier so einen Trumm gehabt, den gibt es auch immer noch, den ganz normalen Standventilator. Ist das immer noch ein Produkt, was gern gekauft wird? Definitiv. Es gibt auch immer noch die Zielgruppe dafür. Ist natürlich immer an den Bedarf ausgerichtet, aber es ist ein preisgünstiges und vor allem energieeffizientes Gerät, wo man natürlich super auch mobil in kleinen Räumen wechseln kann. Ventilatoren gibt's schon ab rund 20 Euro. Im Durchschnitt haben sie eine elektrische Leistung um die 50 Watt. Fachleute rechnen mit ca. 350 Betriebsstunden im Jahr bei uns in Deutschland. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 41 Cent pro Kilowattstunde kommt das auf etwas mehr als 7 Euro Stromkosten pro Jahr. Ach, das ist auf das Jahr gerechnet ja gar nicht so viel.
Heutzutage können Ventilatoren viel mehr als nur pusten. Mehr Sicherheit, mehrere Leistungsstufen, Fernbedienungen und manche sogar mit Smart-Home-Funktionen. Je mehr davon, desto teurer. Okay, das ist jetzt hier das, sag ich mal, Oldschool-Teil, ne? Wie sieht das bei diesen Säulen aus? Die sind ja, das ist ja ein neueres Design, hätte ich jetzt gesagt. Na, die haben teils sogar bei den größeren Marken natürlich auch noch einen Luftreiniger mit eingebaut. Ja. Das gibt's natürlich. Ansonsten sind sie ein bisschen formschöner, passen schön in die Ecke rein. Aber Ventilatoren kühlen den Raum nicht wirklich. Sie sorgen nur für ein frisches Gefühl durch den Luftzug. Echte Abkühlung bringen nur Klimageräte wie zum Beispiel solch eine mobile Anlage, auch Monoblock genannt. So ein Teil hier habe ich mir ehrlich gesagt vor 2 Jahren auch gekauft, so ein ähnliches, um mein Schlafzimmer ein bisschen runterzukühlen. Ja. Preis 499, ist das so eine Range, in der sich das befindet? Hängt immer von der Zimmergröße ab, die man da klimatisieren möchte. Das Ganze fängt so bei 250, 200 bis 300 Euro, sage ich mal, an, für die kleineren Räume. Und nach oben hin, ja, ich sag mal, keine Grenzen gesetzt, aber so bis 1000, 1500 Euro kann man da natürlich ausgeben, aber das dann für große Räume. Das ist ganz schön teuer und die Stromkosten kommen ja noch obendrauf. Viele Kompaktgeräte benötigen im Betrieb eine elektrische Leistung um die 900 Watt. Bei durchschnittlich 350 Betriebsstunden im Jahr entstehen so Kosten von etwa 130 Euro. Jetzt würde ich ja sagen, ne, einfach mal so anwenderverbrauchermäßig. Ja gut, dann kaufe ich mir so ein kleines Gerät und lasse das einfach den ganzen Tag durchlaufen. Dann hat er den Raum auch durchgekühlt. Wieso soll ich mir dann so ein teures, großes holen? Nein, da sind zwei Sachen bei. Zum einen läuft das dann, um diesen Raum überhaupt ansatzweise mal 1-2 Grad runterzukriegen, immer auf Hochtouren und treibt den Energieverbrauch wie sonst was nach oben. Zum anderen kriegt man damit dann wirklich auch den Raum nur ein paar Grad gekühlt und nicht dann von 30 auf irgendwie etwas über 20 Grad, wo man dann angenehm arbeiten kann. Kleiner Tipp, ein Blick auf die Produktbeschreibung zeigt, für wie viele Quadratmeter ein Monoblock geeignet ist. Welche Fläche wirklich gekühlt wird, hängt aber davon ab, wie gut der Raum gedämmt ist und wie viel Sonne reinkommt. Wie ist das mit diesem Abluftschlauch? Es ist ganz wichtig, dass man nicht einfach das Fenster aufreißt und ihn raushängt, sondern bei den meisten Geräten ist Zubehör dabei, dass man das halbwegs dicht im Fenster auch anbringen kann und den Schlauch dann durch eine Öffnung raushängen kann, sodass natürlich möglichst wenig warme Luft dann reinströmt. Auch mit passendem Zubehör, Monoblöcke gelten als echte Energiefresser. Der Abluftschlauch pustet warme Luft nach draußen, was einen Unterdruck erzeugt. Das Ergebnis? Durch jede noch so kleine Ritze strömt die heiße Luft von draußen wieder rein. Und die muss ja wieder gekühlt werden. Das klingt alles andere als effizient und geht am Ende ins Geld. Tipp für den Kauf: Geräte derselben Art über das Energielabel vergleichen. Es zeigt den Stromverbrauch und die Effizienz an. Je grüner, desto energieeffizienter. Welche Kunden kaufen denn so ein Gerät? Diese Geräte sind vor allem bei Kunden beliebt, die in einer Mietwohnung wohnen. Natürlich meistens dann sogar noch unterm Dach, wo die Sonne draufsteht. Man ist flexibel damit, es muss nichts eingebaut werden, man muss keinen Vermieter fragen. Und es ist schnell einsatzbereit. Schnell einsatzbereit, das Ganze gibt es in unterschiedlichen Varianten. Der klassische Ventilator, das Mono-Klimagerät, mobil und schnell einzusetzen. Und es gibt ja auch noch so Sonnenschutzfolien, die ich auch noch benutzen kann, damit die Wärme gar nicht so ins Haus kommt. So, Familie Fiedler aus Iserlohn hat sich bereit erklärt, all das für uns zu testen. Meine Redaktion hat sich auf den Weg ins Sauerland gemacht. Effektiv kühlen. 3 Methoden im Test. Unsere 4-köpfige Haushaltscheck-Familie Fiedler macht den Praxistest. Sie haben für unsere Sendung schon so einiges getestet. Mutter Kirsten und Vater Martin wollen nun für uns das elterliche Schlafzimmer kostengünstig und effektiv runterkühlen. Wie kriegen wir es einfach ein bisschen angenehmer hier drin, wenn wir hier teilweise an 24, 25, 26 Grad nachts haben, ist es halt schon unangenehm. Die Haushaltscheck-Redaktion liefert der Familie, die es nachts gerne kühl hat, 2 unterschiedliche Geräte. Und eine Sonnenschutzfolie. Für 3 Wochen testen die Fiedlers diese Kühlungsmöglichkeiten. Einen Monoblock mit einer elektrischen Leistung von 900 Watt. Er verspricht einen niedrigen Geräuschpegel von bis zu 61 Dezibel. Er kann heizen und kühlen. Mit dabei ein Set zum Abdichten des Fensters für den Abluftschlauch. Kostenpunkt UVP 879,95 Euro.
Produkt Nummer 2. Ein Ventilator, der mit maximal 24 Watt elektrischer Leistung besonders stromsparend sein soll. Laut Hersteller arbeitet er angenehm leise mit einem Geräuschpegel von 20 bis 60 Dezibel. Außerdem lässt er sich sowohl horizontal als auch vertikal schwenken. UVP 169 Euro. Und als drittes schauen Sie sich eine ganz einfache Lösung an. Eine Sonnenschutzfolie, die damit wirbt, dass bis zu 88% der einstrahlenden Wärme blockiert wird. Sie kann selbst oder vom Monteur angebracht werden. Das verursacht allerdings Mehrkosten. Der Preis online 42,45 Euro für etwas mehr als einen Quadratmeter Folie. Das entspricht circa einem Standardfenster. Welches der drei Produkte sorgt für kühlere und entspanntere Nächte bei den Fiedlers? Das darf natürlich auch nicht zu laut sein nachts, ne, damit man genau schlafen kann. Weil wenn du jetzt irgendwas hast, was die ganze Zeit so laut surrt oder vibriert, nee. Genau, das ist eine Sache. Und ich denke immer noch ein bisschen an das Wirtschaftliche. So Klimageräte, die verbrauchen angeblich ja relativ viel Strom, weil sie nicht unbedingt super effektiv sind. Also ich bin gespannt, was sich da jetzt bewährt. Ob das die Klimaanlage ist, der Ventilator oder die Sonnenschutzfolie. Genau, schauen wir mal. Die Fiedlers checken die Einfachheit der Montage, die Lautstärke bei der Benutzung, die tatsächliche Abkühlung und die Stromkosten. Ihre Erfahrungen halten die Fiedlers in einem Videotagebuch fest und ich schaue mir später an, ob sie sich wirklich abkühlen konnten. Für mich geht's jetzt ins Ruhrgebiet nach Lünen. Ich werde bei einem Beratungsgespräch dabei sein und bin verabredet mit Familie Kleinfeld. Auch ihnen konnte ich bereits bei dem ein oder anderen Problem helfen. Und das sind sie. Mutter Jasmin, Vater Ronny und die zwei Kinder Mats und Finn. Zusammen wohnen sie in ihrem dreistöckigen Haus aus den 80ern. Und an warmen Tagen wird es drinnen richtig heiß. Eine fest eingebaute Klimaanlage soll her, ein sogenanntes Splitgerät. Aber die wollen erstmal wissen, ob sie nicht auch ihr Haus optimieren können. Und dazu brauche ich natürlich einen Experten. Und der steht da schon. Hallo, Herr Peters. Hallo, Frau Felix. Carsten Peters. Er ist Energieberater von der Verbraucherzentrale NRW in Arnsberg und kennt die Tipps und Tricks für ein kühles Eigenheim. Beratung für die perfekte Abkühlung. Und wann lohnt sich ein Splitgerät? Wir stehen jetzt hier vor dem Haus. Was können Sie denn hier von außen schon erkennen? Das Erste, was mir auffällt, ich gucke immer aufs Dach, weil das sind die Räumlichkeiten, die sich am schnellsten erhitzen, ist, dass wir neue Dachfenster haben. Und wie ich sehe, glücklicherweise auch mit einer außenliegenden Jalousie, die man dann, wenn die Sonne da drauf scheint, runterfahren kann. Sehen Sie direkt von hier unten? Ja, das sieht man am Aufbau. Zum Beispiel daneben, wenn Sie jetzt die Dachfenster gucken, da ist die Jalousie wahrscheinlich nur innen. Und wenn wir die innen haben, bringt das, ja, so gut wie eigentlich gar nichts, um den Wärmeeintrag zu verhindern. Dabei ist eine Sache ganz wichtig. Das ist auch immer eine Empfehlung bei normalen Fenstern, dass man die Jalousie dann runter macht. Da muss man aufpassen, besonders neuere Fenster, dreifach verglaste Fenster, die sind da ein bisschen empfindlich, wenn ich die nur zur Hälfte runter mache. Ein Teil ist kalt, ein Teil heiß, da kann es zu Spannungsbrüchen kommen. Wenn, müsste das schon ganz runter und dann lässt man so einen Spalt offen, dass wenigstens ein bisschen Licht reinkommt. Dann haben wir noch die Solaranlage auf dem Dach, also die Solarstrom. Ja. Anlage, einerseits klar schirmt das auf der anderen Seite, auf der Südwestseite ist das bei dem Gebäude schon mal gegen die Sonneneinstrahlung ab. Andererseits haben wir grünen Strom, den wir vielleicht, wenn wir klimatisieren müssen wollen, dann auch nutzen können. Also Dachfenster, Dachgeschoss heizt sich am meisten auf. Eine genau. PV-Anlage auf dem Dach schirmt zusätzlich ab und sorgt auch noch für ökologisch grünen Strom. Und Jalousien, Außenjalousien sind immer gut, aber ich musste ganz runterlassen, damit das Glas nicht bricht. Genau, krass. Da wäre ich vorsichtig. Bin ich mal gespannt, was ich jetzt so. Guck mal, da luschert schon einer. Wir kommen jetzt rein. Es geht direkt ins Dachgeschoss, denn vor allem hier steht die Hitze. Schon bei 17 Grad Außentemperatur sind es 24 Grad im Raum. Woran liegt es denn, dass es hier jetzt so warm ist? Ja gut, wir hatten letzte Woche ein bisschen Wärme gehabt, ja. Ne? Da hatten wir ein bisschen Sommer. Und das hat das Dach noch ein bisschen gespeichert, also die Wände. Ein paar Tage Sommer und schon ist es unterm Dach einfach nur heiß. Abkühlung bringt aktuell nur ein Deckenventilator, doch bei großer Hitze verteilt er nur warme Luft.
Im Internet kursieren ja ganz viele Tricks, Ventilatoren mit nassen Handtüchern oder mit Eiswürfeln oder so. Habt ihr solche Tricks auch schon mal ausprobiert? Die Handtücher tatsächlich. Ja. Also ich hatte mal hier dann ein paar Handtücher aufgehangen, die nass gemacht. Nasse Handtücher, genau. Also ich habe verspürt, dass es ein wenig Kühlungseffekt hat, aber nicht wirklich. Also nicht auf Dauer angelegt. Wenn man, ja, man versucht dann alles, ne? Wenn es hier 35 Grad drin sind und man sich wie in der Sauna fühlt. Herr Peters grinst schon irgendwie so wissend. Ja, ich muss immer dann so ein bisschen schmunzeln. Das sind ja die Tipps, so, die man im Internet auch findet. Das kann, wenn wir nicht eine starke Überhitzung haben, auch ein bisschen funktionieren. Ich muss nur aufpassen, ich reiche ja den Raum an Feuchtigkeit an. Und gerade wenn es tagsüber so heiß ist, wenn man das da macht, will ich ja nicht gerade die Fenster aufmachen, um die Feuchtigkeit rauszulüften und neue Hitze reinzuholen. Das heißt, ich muss das irgendwann auch wieder rauslüften abends. Das ist ganz wichtig. Aber der Trick bringt nur Kurzerfrischung. Wie bleibt's dauerhaft kühl im Raum? Wir wissen ja schon, um die Hitze draußen zu halten, tagsüber die Jalousien runterlassen. Aber Herr Peters hat noch einen weiteren wertvollen Tipp. Wenn Sie nicht zu Hause sind, mal überlegen, ob sowas über eine Smart-Home-Steuerung geht. Haben Sie schon. Wird noch manuell gemacht, aber die Steuerung dafür ist schon im Warenkorb. Super. So, dass man im Prinzip sagt, okay, um 12 Uhr oder wie auch immer, Sie kennen ja Ihr Haus am besten, was wann da passiert, fährt die Jalousie schon mal runter. Ich habe das zu Hause auch. Und wenn meine Mädels zu Hause das vergessen, dann ist im Kinderzimmer auch bullenwarm. Das ist so. Wenn Sie dran denken, geht's. Dann können Sie es aushalten. Tipps für heiße Tage. Tagsüber Jalousien runter. Um das nicht zu vergessen, kann Smart Home helfen. Und nasse Handtücher nur aufhängen, wenn man die Feuchtigkeit wieder rauslüftet. Das sind doch einfach umsetzbare Tipps. Wie sieht's eine Etage tiefer aus in Finns Zimmer? Oh, du hast aber ein schönes, großes Zimmer. Ja. Sehr gut. Und viele große Fenster. So, und jetzt darfst du Herrn Peters alles fragen, was du zum Thema, wie kriege ich die Wärme aus dem Raum raus oder wie halte ich sie raus, immer schon mal wissen wolltest. Ja. Also ich würde wirklich gerne wissen, wie ich in meinem Zimmer kälter schaffe. Ich möchte einmal normal schlafen können, ohne mich wie in einer Sauna zu fühlen, weil es ist ja echt wirklich kaum auszuhalten, wenn es hier mal richtig heiß drin ist. Ganz wichtig ist, wenn das draußen so heiß ist tagsüber, musst du die Fenster dann wirklich zulassen. Ja. Weil dann kommt nur heiße Luft rein und die kriegst du ganz schlecht wieder raus. Vorsicht! Dauerhaft geschlossene Fenster erhöhen die Luftfeuchtigkeit und den CO2-Gehalt, was den Kreislauf belasten kann. Am besten wäre, ihr würdet alle Fenster hier unten aufmachen, also auf Kipp würde schon reichen, ne? Ja, dass man einmal, dass die Luft so quer hier durch die ganze, nicht durch das ganze Haus, aber durch das ganze Geschoss, durch die Ebene kann. Ne? Und da kann man schon versuchen, ein bisschen die Hitze draußen zu halten. Musste mal versuchen, wenn du noch nicht so machst, einfach mal versuchen bei demnächst. Und wenn das alles nichts hilft, dann sind wir bei der Klimaanlage irgendwann. Das ist einfach so. Also das sogenannte Splitgerät. Für welche Räume würden Sie denn sagen, lohnt sich nachzudenken über ein Klimagerät? Auf jeden Fall im Dachgeschoss oben, da der Schlafraum. Da muss unbedingt was gemacht werden. Also wir wollen ja jetzt nicht das Dach dämmen oder sonst was. Da muss wirklich eins hin. Das ist so die letzte Waffe, die wir da haben. Und hier in dem Raum müsste man noch mal gucken, kann ich noch was von den Verhaltensweisen, Lüftung vielleicht noch optimieren. Wenn das nicht ausreicht, kann man auch hier ein Gerät im Prinzip einsetzen. Das Erdgeschoss bleibt meist schön kühl. Hier spendet die Markise Schatten und schützt vor der Sonneneinstrahlung. Und was würde der Spaß dann letztendlich kosten, wenn man dann zwei Geräte einbauen würde? Sehr wichtige Frage. Jetzt brauchen wir hier schon zwei Geräte im Haus mit einem Außengerät. Also ein reines Single-Gerät liegt im Moment irgendwo so zwischen 1.500 und 2.500 Euro mit Montage. So, und bei Ihnen geht es als Multisplit-Gerät, ne, mit zwei Innengeräten circa kosten 3.500 bis 4.500 Euro mit Einbau. Viel Geld, aber es gibt Unterstützung. Gibt es da auch staatliche Förderungen? Ja, genau. Und zwar dann in dem Fall, wenn wir heizen können mit den Geräten. Und alles, was kühlen kann, kann in der Regel auch heizen. Und dann gibt es eine Förderung von 30%. Das ist die Grundförderung. Ziel des Programms ist es, unser Zuhause klimafreundlicher zu machen und dabei auch noch den Geldbeutel zu schonen. Und das ist an Voraussetzungen gebunden. Nur bestimmte Geräte sind förderfähig. Man muss die Geräte auch zum Heizen nutzen. Es müssen ein Stromzähler und eine Energieeffizienzanzeige installiert werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Und es sind nur so viele Anträge möglich, bis der Förderhöchstbetrag erreicht ist.
Detaillierte Informationen findet man zum Beispiel bei der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Also, bevor man gleich ein paar tausend Euro ausgibt, lieber erstmal mit einem Experten durchs Haus gehen. So eine persönliche Beratung vor Ort von der Verbraucherzentrale kostet gerade mal 30 Euro. Denkt ihr drüber nach, über so ein Klimagerät jetzt? Auf jeden Fall, ja. Weil wir jetzt, wie gesagt, durch die aktuell frische PV-Anlage haben wir Strom im Sommer tatsächlich über, zu viel da. Und dann wird sich das auf jeden Fall mit anbieten. Die Beratung, ein totaler Gewinn für die Familie. Wie der Einbau von einem Splitgerät aussieht und was man da beachten muss, dem gehe ich gleich nach. Aber vorher ein Blick ins Videotagebuch der Familie Fiedler. Sie probieren für uns günstigere Kühlmöglichkeiten ohne festen Einbau aus, die auch in jeder Mietwohnung genutzt werden können. Effektiv kühlen. Drei Methoden im Test. Das Ziel der Familie: kühle Nächte. Los geht's mit einem Ventilator für knapp 170 Euro. Der erste Eindruck? So sieht das Gerät schon mal, finde ich, sehr wertig aus. Bin jetzt mal gespannt, wie laut der ist. Mithilfe einer kleinen magnetischen Fernbedienung lässt sich der Ventilator ohne große Installation einschalten. Oh ja. Also leise ist er wirklich bis jetzt? Ja. Luftzug spürt man. Das wäre jetzt Stufe 2. Okay, was mich jetzt interessieren würde, hast du das zufällig schon, wie man der hier die Neigung oder sowas ein bisschen verstellt? Nee, aber ich würde dann erstmal. Also, das ist die Höhe. Die Fernbedienung dann wieder wegnehmen? Das ist die maximale Höhe, aber guck mal, der würde jetzt ja davor unsere Truhe pusten. Ja. Müsste meiner Meinung nach ein bisschen höher. Da hilft der Blick in die Bedienungsanleitung. Man kann die Höhe nicht manuell verstellen, sondern das geht hier mit der Fernbedienung oder über diese Nahbedienung. Dann dreht er sich halt entsprechend eben so hoch und runter. Das heißt, hier in dieser Bedienungsanleitung horizontale Schwenktaste und vertikale Schwenktaste. Das ist für die Gesundheit wichtig, damit man nicht dauerhaft direkt vom Luftstrom angepustet wird, sondern indirekt die Luft verwirbeln lassen kann. Und wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus? Also das ist jetzt das Höchste und alles, was er kann. Und da verbraucht er jetzt 23,6 Watt. Das ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr gering. Natürlich ist er bei Stufe 12 jetzt auch ein bisschen lauter. Aber so würde man das halt auch in der Nacht ja nicht machen. Da hat man ja keine 32 Grad. Das stimmt. Bei ca. 350 Betriebsstunden im Jahr und einem Strompreis von etwa 41 Cent pro Kilowattstunde liegen die Gesamtkosten bei ca. 3 Euro. Das ist ja nix. Allerdings bringt es nur eine gefühlte Abkühlung. So ist er wirklich optimal. Ja. Er ist klein, er ist handlich. Man kann ihn in verschiedene Zimmer mal eben schnell reinstellen, wenn jetzt mal im Kinderzimmer oder so. Dafür ist er sehr praktisch. Genau, also dadurch, dass er den Griff hat, ne, runter geht das übrigens genauso leicht, wie es hoch geht. Ja. Auch mal nur runterdrücken. Wenn man jetzt also das flacher stellen will, sodass er irgendwo stört, das geht also wirklich gut. Ja. Ja, dann gehen wir gleich zum nächsten. Das nächste Gerät, der Monoblock für knapp 880 Euro. Ob der noch mehr Abkühlung bringen kann? Guck mal, ne? So ist schon groß, ja. Ist jetzt nicht gerade klein. Genau. Und auch schwer leider. Ja, aber es muss ja rein. Geht ne? ja, aber jetzt auf den Rollen, aber beweglich. Okay. Ja, das guck mal die Gebrauchsanweisung an. Martin findet nur eine Kurzanleitung. Die volle Gebrauchsanweisung gibt es nur im Netz. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, so viel Papierkram, da keine Bedienungsanleitung bei und die musst du jetzt wieder übers Handy machen. Wir gucken mal. Würde schon mal bei mir wieder einen Punktabzug geben, bin ich ehrlich. Aber spart Papier. Eine Fernbedienung gibt es nicht. Der Monoblock wird entweder direkt am Bedienfeld oder mit einer App gesteuert. Und die Montage? Also, einer alleine? Nein, das ist nicht. Das war mir aber auch klar. Das ist ja nicht das gleiche wie ein Ventilator, den man da eben rauszieht. Ja, aber trotzdem. Nach 8 Minuten ist die Klimaanlage montiert und einsatzbereit. Aber was ist mit dem mitgelieferten Fensterset? Das soll bis zu 23% mehr Energie und bis zu 66% der Zeit beim Klimatisieren sparen. Ah, es ist wirklich definitiv nur für Fenster gedacht, nicht für Balkontüren. Weil da kann man das Fenster nämlich dann zumachen und es schließt dann ab mit den Dichtungen, Stücken, wie auch immer, Halterungen. Ach, da muss man noch mal ein Erweiterungsstück kaufen, wenn man jetzt eine Tür hat. Dann gibt es noch mal eins extra. Ich habe das mal vormontiert.
jetzt so wie das für das Fenster wäre. Man würde also jetzt diesen Luftschlauch mit diesem Anschlussstück hier einstecken und würde dann halt mit diesen Stoffstücken und mit diesen Dichtstreifen und was alles noch dabei ist, könnte man das dann halt jetzt auch ein bisschen abdichten, sodass eben nicht so viel Luft, warme Luft wieder reinkommt und wieder zurückkommt. Das geht aber jetzt nicht für unsere Tür, weil zu kurz. Für Türen kann man das Fensterset für 40 Euro mit zwei Erweiterungen auf bis zu 2 Meter verlängern. Die Fiedlers helfen sich erstmal anders und klemmen den Schlauch mit der Jalousie fest. Laut Hersteller soll die Temperatur in einem 14 Quadratmeter großen Raum ohne Fensterset in knapp einer Stunde um 2 Grad sinken. Aktuell hat das Schlafzimmer knapp 24 Grad. 19 Grad gelten als die optimale Schlafzimmertemperatur. Die soll jetzt auf 19 Grad runterkühlen. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ich habe jetzt alles so gemacht, wie auf der Anleitung beschrieben. Schlauch durchs Fenster gesteckt. Und ja, jetzt warten wir mal auf, wie lange es dauert. Und wie laut ist das Teil? Der Fernseher steht jetzt auf dieser Lautstärke, wie wir es halt normalerweise immer haben. Und ich glaube, man versteht nicht viel. Man versteht nichts. Weil dieses Rauschen der Klimaanlage ist da doch sehr extrem. Nach 60 Minuten, was sagt das Thermometer? Die Temperatur hat sich jetzt wirklich sage und schreibe auf 21,8 Grad runtergekühlt. Von 24,1, was wir hatten. Und die Luftfeuchtigkeit ist auf 46. Also es ist echt angenehm hier drin. Obwohl dieses Laute ist immer noch nicht so meins. Also gut 2 Grad kühler, genau wie vom Hersteller ohne Fensterset versprochen. Aber haben die Fiedlers jetzt einen Stromfresser im Schlafzimmer stehen? Aktuell ist der Verbrauch bei 690 Watt. Wenn man das jetzt überlegt, die läuft jetzt eine Stunde und hat entsprechend die 3 Grad runtergekühlt, muss jeder für sich selber wissen. In einem Jahr mit rund 350 Betriebsstunden und einem Strompreis von etwa 41 Cent pro Kilowattstunde sind das ca. 98 Euro. 100 Euro obendrauf auf die jährliche Stromrechnung, das muss man abwägen. Splitgeräte sind da meistens effizienter, aber auch teurer in der Anschaffung. Und hier in Wesseling wird ein Splitgerät eingebaut. Das bekommt er, Halil Obadasi. Zusammen mit seiner Familie wohnt er in einem Reihenhaus. Die Sommer werden immer heißer. Ja. Und ich bin viel im Homeoffice und meine Frau hat das dritte Kind gerade bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Ach, Dankeschön, Dankeschön. Ja, die bleibt jetzt natürlich auch ein Jahr zu Hause. Mhm. Wie gesagt, ich 4 Tage im Homeoffice und morgens lüften und dann ab Mittag Rollos runter machen. Das kann es ja auch nicht sein und deswegen haben wir uns für eine Klimaanlage entschieden. Wie beratungsintensiv ist das denn, sich für so ein Gerät zu entscheiden? Ich habe schon ein bisschen was gegoogelt und dann hier ein Wesslinger Unternehmen gefunden. Der hat sich das vor Ort auch mal angeschaut. Und wie gesagt, auch wegen dem frischen Baby, man kann wohl auch damit heizen. Und wenn man dann mal auch richtig Kältetage hat, kann man auch mal schön mit warm machen. Es funktioniert ja irgendwie wie eine Wärmepumpe, habe ich mir sagen lassen. Und darum haben wir uns dafür entschieden, ja. Kostenpunkt 1500 Euro. Hinzu kommen noch die Montagestunden. Eingebaut wird das Gerät von Geselle Benjamin Janke und Azubi Robin Krusius. Der Betrieb baut seit über 50 Jahren Klimageräte in Privathaushalten und Firmen ein. Und den beiden schaue ich jetzt mal über die Schulter. Also, die wird jetzt hier eingebaut. Wie viel Aufwand ist das? Also, ich habe ja schon gehört, das ist relativ laut. Kann man das auch selber machen? Man darf es nicht. Ah, okay. Rein rechtlich. Okay. Weil man eben quasi in der F-Gas-Verordnung, man tritt quasi in Kältemittel. Und dafür braucht man eine extra Ausbildung oder extra Schein für. Wie ist denn die Berechnungsgrundlage? Also woher weiß ich, dass das Gerät für den Raum hier passt? Also das sind quasi ein 2-kW-Gerät und die sind für 30 Quadratmeter ausgelegt. Also auch bei Splitgeräten sollte man schauen, für wie viele Quadratmeter es überhaupt geeignet ist. Was halten Sie von den mobilen Geräten, die man ja im Baumarkt jetzt auch für relativ kleines Geld kaufen kann und dann den Schlauch aus dem Fenster und... Ja, die sind schwierig von der Effizienz her, ne? Mhm. Da ist halt sowas... deutlich effektiver zu bauen. Die anderen sind halt preiswerter, sag ich mal. Aber wenn man es jetzt in Relation stellt, dann lieber mal was Vernünftiges. Im Gegensatz zu einem Monoblock bestehen Splitgeräte aus einem Innen- und einem Außengerät, die über eine Rohrleitung durch die Hauswand verbunden werden. Splitgeräte verbrauchen in der Regel weniger Strom als Monoblöcke. Laut Verbraucherzentrale liegt die elektrische Leistung bei etwa 550 Watt.
Bei rund 350 Betriebsstunden pro Jahr und einem Strompreis von ca. 41 Cent pro Kilowattstunde entstehen so Stromkosten von etwa 80 Euro. Letzte Frage, dann dürft ihr weiter bohren. Ich guck da mal, ob ihr da auch wirklich durchkommt. Wie schnell kühlt das denn hier runter, den Raum? Das kommt immer darauf an, wie warm es halt hier drin ist. Ne? Ja, sagen wir mal, jetzt hier, ich würde mal sagen, hier sind jetzt lockere 26 Grad. 10 Minuten. 10 Minuten? Ja, das geht schon. Ach komm. Volle Power, 10 Minuten ist der Raum runtergekühlt, dass man das angenehm ist. Und was hält Halil davon, dass ein Loch in seine Hauswand gebohrt wird? Das ist dann halt so, ne? Ja, also gefällt mir auch nicht, gerade durch die Dämmung, ne? Ja. Aber man sieht das ja, das wird ja immer mehr. Ne? In Amerika ist es auch schon überall üblich und hier wird es auch immer mehr, gehört dann dazu. Und ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass die Monteure das auch wieder gut zukriegen. Wenn es sich um ein Eigenheim handelt, ist die Installation einer Splittanlage normalerweise unproblematisch. Bei Eigentumswohnungen hingegen heißt es, Zustimmung aller Eigentümer einholen. Und in Mietwohnungen, da muss der Vermieter sein grünes Licht geben. Verpflichtet ist er zum Einbau einer Klimaanlage nicht. Oh, das sieht jetzt hier aber schon schwer nach Arbeit aus. Ja, da hat sich schon ein bisschen was getan. Oh, guck mal, der zieht hier die ganzen Rohre durch. Genau, die Löcher haben wir ja von außen gesehen. Und das eine ist ein Schlauch, da kommt Feuchtigkeit raus. Der blaue ist quasi der Kondensatschlauch. Feuchtigkeit? Ja, fürs Kondensat von dem Gerät. Das ist quasi, da nimmt er die Luftfeuchtigkeit auf und dann lässt er ihn darüber ab nach draußen. Wie lange dauert das denn jetzt, bis man das Ding in Betrieb nehmen kann? Das kann jetzt auch bis zu 2 Stunden dauern. So viel Zeit habe ich nicht. Aber heute Abend kann gekühlt werden? Ja, auf jeden Fall. Super. Ja, perfekt. Dürfte ich morgen noch mal wieder kommen? Ja, sehr gerne. Die erste Nacht mit dem neuen Gerät. Da würde ich gerne wissen, ob das geklappt hat, wie man die so bedienen kann. Sehr gerne. Ja? Dann ist es auch kühler hier im Raum. Ja, oh ja, genau. Und dann ist es auch kühler hier. Ich bin gespannt. Super, hör mal, vielen Dank fürs über die Schulter gucken. Morgen sind Sie ja nicht mehr mit dabei. Nee. Gut, ich komme morgen wieder. Dankeschön. Sehr gerne. Der Tag nach der ersten Nacht gut geschlafen? Hat die Investition sich gelohnt? Wie war die Nacht? Erholsam. Ja? Nicht nur das Baby hat geschlafen wie ein Baby, sondern auch die Erwachsenen. Ach toll. Und das, auf wie viel habt ihr runtergekühlt? Auf 20 Grad. Okay, und wie einfach ist das hier? Ich sehe Fernbedienung. Und habt ihr die ganze Nacht laufen lassen oder nur runtergekühlt? Nee, die war die ganze Nacht an. Ah. Die kontrolliert alle 10 Minuten, ob die Temperatur noch stimmt und würde dann gegebenenfalls wieder runterkühlen. Ach, du stellst hier ein auf 20 Grad und dann sagt die, fühlt der 20 Grad und wenn es dann über ist, dann kühlt er runter. Erst wieder an, genau. Und hört man das Anspringen? Ist das laut? Oder? Nee, die hat auch extra für nachts noch einen Modus, dass man, da hört man eigentlich fast gar nichts. Ein ganz, ganz leises Geräusch höre ich, das ist ja wirklich flüsterleise. Also, die richtige Entscheidung getroffen? Absolut. Ich kann es nur jedem empfehlen. Also ein voller Erfolg. Ich erfahre gleich noch vom Chef der Firma, wie ich Klimageräte pflegen und warten muss. Doch jetzt noch mal ein Blick ins Videotagebuch, ins warme oder kühle Iserlohn. Ja, heute testen wir einmal eine Sonnenschutzfolie fürs Fenster. Braucht keinen Strom und nichts. Wir sind mal gespannt, wie die Montage so ist damit. Handbuch, Fehlanzeige, aber ein 15-minütiges Anleitungsvideo. Also wir haben schon das Fenster schon geputzt und gereinigt, mit Glasreiniger und vorgereinigt. Und das mit dem Messen, das machen wir jetzt gleich. Ich besorge da gleich erstmal Werkzeug. Auch nicht selbsterklärend, die Folie soll eigentlich mit Hilfe eines Kartons, durch das man ein Cuttermesser steckt, zugeschnitten werden. So, und jetzt das gerade 7. Dann versuchen wir das mal so. Nee, das geht gar nicht. Guck mal, da reißt sie die Folie sofort ein. Kannst also wenn nur mit Schere schneiden, würde ich sagen. Jetzt, dann machen wir das mit Schere. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen schräg gekommen. Machen wir, wenn es geht, ein kleines bisschen breiter. Schon ein bisschen Gefummel? Kleiner Tipp. Für knapp 4 Euro mehr kann man sich die Folie auch direkt beim Händler zuschneiden lassen. Danach muss die Folie ans Fenster. Leichter gesagt als getan, laut Anleitung müssen Fenster und Folie mit Montageflüssigkeit besprüht werden. So lässt sich die Folie verschieben, bis sie perfekt sitzt. Ich kann das irgendwie gerade nicht so gut verschieben. Obwohl, jetzt wird es langsam. Gut, der einzige Vorteil ist, du hast keinen Stromverbrauch. Boah. Ja, was ist schon ganz schön viel aufbauen. Jetzt ist es ein Stern.
Jetzt ist er raus. Mhm. Ich will einmal gucken, wie das aussieht, wenn das Fenster zu ist. Das Fenster zu, wie viel Licht da noch reinkommt. Oh ja, das sieht er. Ja, das sieht okay. Das ist ja schon passt perfekt. Die ganzen Blasen, das muss noch ein bisschen weg. Die Blasen werden von der Mitte nach außen rausgedrückt. Auch hier ist das nötige Werkzeug nicht dabei. Doch Martin weiß sich mit einem Spachtel zu helfen. So, nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir das jetzt einigermaßen gut dran. Es reflektiert und spiegelt sich total, wie man jetzt hier gut sehen kann. Wir haben noch so letzte Bläschen. Henry ist da noch fleißig bei. Aber es geht. Aber ich sag mal so, wenn man das noch nie gemacht hat, war das Schwierigste. Hat sich die aufwendige Montage gelohnt? Der nächste Tag. Jetzt muss ich wieder erwarten zugeben, dass die Folie doch gute Dienste erwiesen hat, weil heute war es den ganzen Tag richtig heiß. Und wir haben jetzt heute Abend immer noch 21 Grad hier drin. Und das ist schon relativ angenehm. Ja, so, ich hätte es nicht gedacht. Auf jeden Fall empfehlenswert für die, die keine Jalousien haben. Es nimmt wirklich was weg. Ich finde, das Licht ist auch ganz angenehm hier drin. Ja. Dass man sieht, wo die Folie jetzt ist, wie hell oder dunkel das halt ist. Wer es gut haben möchte und vielleicht auch dauerhafter, der sollte das vielleicht von einer professionellen Seite her machen lassen. Mhm. Weil da sieht man definitiv, dass sie das Leiden gemacht haben, sage ich mal. Ja, das stimmt. Alle drei Produkte sind getestet. Wovon sich die Familie in Zukunft kühlen lässt, erfahre ich gleich. Kühlen die Dinger einfach so oder muss ich noch was machen, damit die lange halten? In ihrer Redaktion in Köln hat Yvonne sich die Klimaanlagen aus den Büros vorgenommen. Die sollen gereinigt werden. Pflegetipps: Klimageräte richtig reinigen. Unsere mobilen Klimaanlagen im Büro verdrecken immer mehr und fangen teilweise auch an, schlecht zu riechen. Ist das eigentlich gesund? Er kann diese Fragen beantworten. Marco Höhne, Diplom-Ingenieur für Klimatechnik. Seine Mitarbeiter haben Yvonne schon gezeigt, wie ein Splitgerät eingebaut wird. Ich würde jetzt heute von dir was anderes wissen. Okay. Und zwar, das ist so ein Trumm, den wir hier im Büro haben. Mhm. Jetzt haben wir den wieder rausgeholt aus dem Keller. Was muss ich damit jetzt machen? Muss der irgendwie gereinigt werden? Wir haben ja überall Teppiche, Vorhänge. Ich kann mir vorstellen, dass da Staub drin ist. Also haben die Wartungsbedarf? Wenn die Geräte anfangen sollten zu riechen, ja, dann ist natürlich Handlungsbedarf, weil dann ist irgendeine Bakteriengeschichte, die sich da drin vermehren kann. Und dann ist natürlich nicht gesundheitsfördernd, ja, in dem Fall. Ist jetzt auch nicht ganz fürchterlich schlimm, aber man sollte dann auch handeln, sobald die Geräte anfangen sollten zu riechen. Und zwar würden die das dann im Dauerbetrieb machen. Wenn Filter drin sind, ja. Ja, dann kann man die mal sauber machen oder wechseln. Ja, das kann man einmal im Jahr machen oder alle 2 Jahre, je nachdem, wie viele Geräte laufen. Die Reinigung ist gar nicht so kompliziert. Das ist bei den meisten Geräten eigentlich immer identisch. Die Klappe kann man dann einfach öffnen und dann siehst du, hier ist schon mal ein Filter drin. Ja. Ja? Den Filter, den kannst du dann auch, der ist normalerweise auch zum Rausnehmen. So, dann hast du das schon mal. Der Filter wird jetzt unter dem Wasserhahn mit lauwarmem Wasser einfach ausgewaschen. Aber wo kommt der muffige Geruch her? Und hier siehst du schon den Verdampfer. Ja, der siehst du mit den ganzen Rillen hier. Genau, richtig. Das ist praktisch ein Aluminiumgeflecht in Kupferröhrchen und da drin verdampft das Kältemittel. Und da entsteht praktisch auch der Geruch, wenn es anfängt zu riechen. Mhm. Weil das ist die kälteste Stelle am Gerät. Das ist immer feucht. Und wenn du das dann je nach Raumluftqualität auch feucht laufen lässt oder feucht stehen lässt, dann bilden sich da auch ganz gerne Bakterien. Und wenn ich das sauber mache, muss ich das einfach absaugen? Oder da, ja, absaugen damit? Kann man natürlich am Anfang machen, um den Staub runterzukriegen. Ja. Ne? Aber da gibt es natürlich Mittelchen, die kannst du einfach draufsprühen und dann werden die von alleine gereinigt. Das ist ein chemischer Prozess, der da stattfindet. Ne? Das ist ein Schaum, den sprühst du drauf. So einen Reinigungsschaum gibt es schon für 15 Euro. Wichtig, vorher Stecker ziehen und den Raum gut durchlüften. Weißt du, wie ich das machen würde? Ich würde das, bevor ich den in den Keller stelle, schon mal einmal sauber machen. Dann kann ich den so voll in Betrieb nehmen, aber weißt du... Wenn du den in den Keller stellst tatsächlich, ja. Ne? Dann sieh zu, dass das Gerät vorher 2-3 Tage gestanden hast und wirklich durchgetrocknet ist. Ja. Besser noch, eine Lagerung auf dem Dachboden. Da ist das Klima in der Regel trockener. So, jetzt das Splitgerät. Mhm. Wie ist denn da der Wartungsaufwand, Reinigung und so weiter? Gestaltet sich ähnlich wie bei dem Monoblock-Gerät. Mhm. Ne? Also die musst du halt ab und zu mal reinigen, die Geräte. Hier ist es sogar noch ein bisschen einfacher, weil im Außengerät musst du eigentlich gar nichts machen. Das steht draußen und läuft vor sich hin. Innengeräte kannst du einmal im Jahr ganz einfach selber reinigen, beziehungsweise die Filter wechseln. Zeig mal, wie das geht.
So, machst die Klappe einfach auf. Ah ja, okay. Ne? Und hier siehst du schon die Filter. Ja. Ne? Die kannst du auch ganz einfach rausnehmen. Kannst du auch selber, genau. Ziehst du einfach dran. Ach, guck mal, ja. Zack. Das ist so ein Runder hier. Genau, die nimmst du dann einfach, auch unter dem Waschtisch wieder auszuwaschen. Ja? Die sind regenerierbar, also die kannst du immer wieder verwenden. Das ist alles? Ja. Zusammenfassend, Klimageräte müssen spätestens gereinigt werden, wenn sie anfangen zu riechen. Ein- bis zweimal im Jahr kann der Filter eine Reinigung vertragen. Und die Geräte überwintern am besten auf einem trockenen Dachboden. So hat man lange Freude damit. Und alle ein bis zwei Jahre sollte dann der Profi zur Wartung kommen, wie beim Auto. Doch mit welchen mobilen Geräten sorgt man am besten für Abkühlung? Es ist warm geworden im Sauerland. Das hier ist ja die nachhaltigste Klimaanlage, die man sich vorstellen kann. Familie Fiedler aus Iserlohn, die ich jetzt besuchen werde, die haben aber andere Möglichkeiten getestet, ihr Haus runterzukühlen, selbst wenn es draußen 35 Grad gefühlte Wärme und vor allen Dingen drückend schwül ist. Mal gucken, was am besten funktioniert hat. Effektiv kühlen. Die Auswertung. 3 Wochen lang testete Familie Fiedler einen Monoblock, einen Ventilator und eine Sonnenschutzfolie auf Montagefreundlichkeit, Lautstärke, Abkühlung und Stromkosten. Was hat die Fiedlers am meisten überzeugt? So, liebe Kirsten, das mobile Klimagerät. Von der Lautstärke her geht's, oder wie war das nachts? Also nachts musste ich es ausmachen, weil ich konnte das nicht haben, dieses Geräusch. Und nee, ist auch nicht mein Highlight gewesen, bin ich ganz ehrlich. Okay, warum war das nicht dein Highlight? Ich finde es einfach zu schwierig und diese Handhabung fand ich auch irgendwo doof. Du musst eine Steckdose in der Nähe vom Fenster haben, genau. Du musst das Fenster so haben, dass das Ding da irgendwie rauszuhängen ist und so weiter. Genau. Also viele, viele Dinge, die erstmal vorher schon da sein müssen. Genau. Genau. Okay, hat es denn seinen Job gemacht? Hat es denn runtergekühlt? Also mein Mann war total begeistert davon, ja. Weil es hat ihn gekühlt. Also er fand, es war okay mit dem Kühlen. Ich war jetzt nicht so, es war nicht meins. Mhm. Aber hauptsächlich wegen der Handhabung und wegen der Lautstärke. Der Monoblock für knapp 880 Euro tut das, was er verspricht, frisst aber mit 690 Watt elektrischer Leistung auch ordentlich Strom. Das Problem hat man bei der Sonnenschutzfolie für knapp 42 Euro nicht. Jetzt habt ihr hier auch diese Folie ausprobiert. Ja. Wie ist es denn damit gewesen? Nicht so ganz einfach. Also wir haben geflucht. Es war Fluch und Segen zugleich, weil es war nicht richtig zugeschnitten für unser Fenster. Wir hatten nicht das Werkzeug dafür und wir haben wirklich da gestanden und haben mit der Flitsche das abgezogen, dass wir diese Wassertropfen so einigermaßen rauskriegten, aber haben wir nicht geschafft. Eher eine knifflige Angelegenheit, aber es hat sich gelohnt. Könnt ihr euch vorstellen, so eine Folie, wenn es jetzt einfacher anzubringen ist und mit dem richtigen Werkzeug auch in diesen Schlafträumen zu machen? Oder auch im Kinderzimmer oben mit Dachfenstern könnte ich mir das vorstellen, ja, weil es wirklich angenehm ist. Ja. Und relativ kostengünstig am Ende, ne? Genau, das kommt auch noch dazu. Und der gute alte Ventilator? Rund 170 Euro kostet die moderne Variante. Das Kabel ist relativ lang. Ich konnte ihn bei mir an die Bettseite stellen, wir konnten ihn bei Martin hinstellen. Wir haben es bei den Kindern mal hingestellt und ausprobiert. Aber die Frage der Fragen, wie war die Nacht? Also bei der Lautstärke, das ist jetzt Lautstärke 6, kann man auch wunderbar schlafen. Das stört nicht. Und der Kühlungseffekt, den der jetzt hier gebracht hat? Ja, gereicht. Also das reicht. Das war vollkommen okay. Okay. Ja. Und ich war da, das ist mein Testsieger. Also eindeutig, das auf jeden Fall der Testsieger. Ja. Ja, ganz spannend, ne? Weil das ja mit so einem Ventilator im Grunde nur eine gefühlte Kälte ist. Die Luft, die da ist, wird einfach verwirbelt. Aber alleine das reicht ja schon, wenn das über die Haut streift, dass einem einfach nicht mehr so heiß ist. Finde ich ein super Ergebnis, ehrlich gesagt. Weil mir reicht ja auch ganz oft so ein Fächer. Der klare Sieger der Familie, der Ventilator. Die Sonnenschutzfolie bietet eine kostengünstige Alternative. Der Monoblock ist teuer in der Anschaffung und Verbrauch. Das muss gut überlegt werden. Eins ist klar, wenn die Temperaturen weiter ansteigen, dann müssen wir über Kühlung auch in unseren Wohnräumen nachdenken. Natürlich kann man sich mit dem Fächer helfen oder mit dem guten alten Ventilator. Das ist aber immer nur kurzfristig etwas. Wenn sich Wohnräume richtig aufgeheizt haben, dann ist natürlich ein mobiles Gerät relativ schnell gekauft. Aber man muss wissen, es verbraucht wahnsinnig viel Strom. Wer darüber nachdenkt, sich ein Monosplitgerät im Eigenheim einbauen zu lassen, der sollte auf jeden Fall die Verbraucherzentrale mit ihrer Energieberatung zu Rate ziehen, denn die können einem gute Tipps über das gesamte Kühl- und Heizsystem im eigenen Haus geben.